Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gab ja jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr zu sehen von mir. Das liegt einfach daran, ich habe den Audi A6 4F nicht mehr. Ne? Und dann hat man auch anderweitig sehr viel zu tun, so dass man halt nicht die Zeit und auch die Lust mehr hat, große Videos zu machen oder Videos allgemein zu machen. Doch ich befinde mich quasi auf dem Weg nach Berlin und dachte, ich nutze mal die Zeit, mache ein kleines Video, also klein. Ich versuche es halt immer zumindest, aber ich sabbel halt auch immer viel. Und ja, wollte dieses Auto mal zeigen. Ne? Ich sitze hier in einem 2019er Audi A4, 2 Liter Diesel mit nahezu voller Ausstattung. Ne? Also wir haben hier das S-Line oder S-Paket mit wunderschönen Details, auch wie hier, das alles ein Klavierlack schwarz, Panorama, da hat er auch dann diese schöne Regung hier in den Sitzen, mit den, also die Sitze sind auch mega cool, Alcantara halt, und ja, und das Cockpit ist halt der Hammer. Ne? Wir haben hier auch einen Spurhalteassistenten, der kennt jetzt auch hier die Baustellenmarkierungen. Ja, ich traue mich, bin immer so ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert ganz gut. Der hält die Spur alleine, ne? Und hält den Abstand zum Vordermann, so wie man das eingestellt hat, mit der Geschwindigkeit, die man vordefiniert hat, also auch eingestellt hat, die er maximal fahren soll. Bremst alleine, also er fährt quasi halb autonom, ne? Kann man das so sagen? Hält einen in der Spur und mega. Das Auto sieht von außen auch wunderschön aus mit diesem Matrix-LED, mit diesen dynamischen Blinkern und hast du nicht gesehen. Ne? Jedenfalls wollte ich einfach nur kurz dieses Feedback halt abgeben zu diesem Auto und hauptsächlich wollte ich eigentlich sagen, dass mich diese Echtzeit-Navigation echt positiv überzeugt hat, definitiv. Also nicht, dass ich sie jetzt irgendwie mal schlecht geredet habe oder so, aber ich habe sie halt nie genutzt. Ne? Bei Passat ist es jetzt zum Beispiel so, ich bräuchte halt irgendwie so ein Paket, um das nutzen zu können, glaube ich. Und dann brauche ich halt noch eine Datenkarte, eine mobile Datenkarte, also eine SIM-Karte, damit das Auto halt mit dem Internet verbunden ist, um diese Daten zu beziehen, damit man halt diese Stauumfahrung halt hat. Ne? Und ich war halt, also ich bin auf dem Weg nach Berlin und musste dann halt von der Autobahn runter aufgrund einer Baustelle, bin dann so ungefähr 10, 15 Kilometer neben der Autobahn gefahren, also hatte sie nicht in Sichtweite und kurz vor Ende, bevor ich wieder auf die Autobahn geführt wurde, bin ich dann halt über eine Brücke, über eine Autobahnbrücke gefahren und konnte einen Blick auf die Autobahn werfen und da ging gar nichts, ne? Also da war ich echt, da habe ich mich echt so gefreut und innerlich über die anderen gelacht halt, dass sie halt unten im Stau stehen und sich gar nicht fortbewegen halt, ne? Und ich halt ganz geschmeidig halt fahren konnte. Jedenfalls ist dieses Auto, wie gesagt, sehr gut ausgestattet mit ACC, Spurhalteassistent und ich weiß nicht, hat alles. Das Einzige, was es nicht hat, ist hier Soft Close und belüftete Sitze. Aber sonst alles. Ne? Und ich finde auch ganz cool, ehrlich gesagt, in diesem neueren Modell den Schalthebel. Das ist ziemlich klein und kompakt und wie so ein Flugzeug, wenn man irgendwie Schub geben müsste, um die Turbinen halt irgendwie, ja, um Schub an die Turbinen zu geben halt und zu beschleunigen. So sieht das halt ein bisschen aus. Und ist halt eigentlich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch eine mechanische Funktion hat oder einfach nur quasi digital. Ist, glaube ich, einfach nur ein Joystick. Ja. Was halt bei diesem Motor ein bisschen unnötig ist, finde ich halt Schaltwippen. Das habe ich bei mir im Passat B8 auch. Der hat nur 150 PS, hat aber Schaltwippen. Irgendwie kommt da nicht so das Feeling auf, dass man damit unbedingt irgendwie um die Kurven heizen möchte und da den Motor manuell schalten möchte. Also die Gänge manuell schalten möchte. Und ja, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel an solchen Autos nicht nutze. Also müsste das Auto schon ordentlich Leistung haben. Zum Beispiel irgendwie ein BMW M3, ne, mit M-Pakete und M3-Pakete, also mit dem richtigen Motor auch und dann mit Semi-Sticks-Reifen wie die vom Kollegen, da ballert das halt schon ordentlich, wenn man über die Landstraßen fährt und auf dem Boden kleben bleibt, das ist schon echt krass und dann mit Schaltpanels ist das schon eine ganz andere Geschichte als in so einem Auto. Aber ansonsten, Bose hat er nicht, das habe ich auch schon gesehen. Muss aber echt sagen, wusste ich nicht, habe ich nicht gemerkt, als ich die Musik angemacht habe. Die Musik ist nämlich echt sehr gut und also im Vergleich zu A6 4F Bose
es ist fast so, dass ich keinen Unterschied höre zwischen der Nicht-Bose-Anlage in dem neuen Audi A4, also die ist mittlerweile auch schon so gut gemacht, zu meinem A6 Fiat Bose. Ne? Ja, ansonsten wunderschönes Auto. Ich glaube, der Preis liegt etwa bei 55 und ja, wer das nötige Kleingeld hat, kann sich sowas halt auch irgendwie holen. Cool ist dann natürlich immer dieses digitale Cockpit hier und ja, und alles andere halt auch. Ne? Das Apple CarPlay funktioniert super, man kann Spotify direkt sehen, alle Lieder durchklicken, man kann ja auch WhatsApp und Co. hier und kann sich das kann die Nachrichten halt ablesen oder sich vorlesen lassen und neue Nachrichten diktieren. Und ja, hast du nicht gesehen, wunderschönes Auto. Das wollte ich nur sagen, also wer ein Auto kaufen möchte, bleibt bei Audi, alles andere ist Müll. Genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses kleine Video war trotzdem cool, interessant zuzusehen. Achso, diese Spurassistenten-Geschichte funktioniert auch super auf der Landstraße. Auf der Landstraße ist er quasi eigenständig um diese engen Landstraßkurven gefahren halt. Also, da gab es halt einige, die auch schon ein bisschen enger waren, also, oder wie sagt man halt, schärfer. Und das Auto ist da völlig alleine um die Kurve gefahren halt. Ne? Und es haut einen natürlich auch schon so ein bisschen um, wenn man das halt sonst in anderen Autos nicht kannte oder hatte, dass das Auto eigenständig fährt irgendwie. Ne? Also so, ich sag mal, autonom. Na gut, auf jeden Fall war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr auch auf solche Videos mal Lust habt, das zu sehen oder so, gebt gerne Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.